Berta Luise, zwischen Engeln und Königshaus von Nicola Millis. Die selbsternannte Engelsbotschafterin gilt als Enfant terrible des norwegischen Königshauses. Berta Luise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Am 22. September 1971 erblickt sie als erstes Kind von König Harald und Königin Sonja das Licht der Welt. Knapp zwei Jahre später wird ihr Bruder Håkon geboren. Weil zu diesem Zeitpunkt in Norwegen noch die männliche Thronfolge gilt, verliert Märtha Luisa ihren Rang als Kronprinzessin an den Zweitgeborenen. Nach einer Verfassungsänderung sind norwegische Prinzessinnen gegenüber ihren Brüdern heute gleichberechtigt. Normale Kindheit auf dem Landbild vergrößern. König Harald und Königin Sonja sind bemüht, dass die Prinzessin und ihr Bruder so normal wie möglich aufwachsen. So verbringen die Geschwister den Großteil ihrer Kindheit in ländlicher Umgebung auf Gutskaugum und besuchen öffentliche Kindergärten und kommunale Grundschulen. Märtha Luise tut so viel Normalität gut. Viele Kinder träumen davon, Prinzessin zu sein, Eltern zu haben, die Könige sind. Ich habe genau das Gegenteil geträumt, von ganz normalen Eltern, sagt sie in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte. Nach dem Abitur beginnt sie ein Literaturstudium an der Universität von Oxford, das sie aber ohne Abschluss beendet. Vielmehr konzentriert sich die passionierte Reiterin auf ihr Hobby und trainiert in England und den Niederlanden Springreiten. Später ist sie sogar Mitglied der norwegischen Nationalmannschaft in dieser Disziplin. Im Jahr 2000 beendet sie ihre Reitkarriere. Nebenbei lässt sich die Prinzessin zur Physiotherapeutin ausbilden. Hochzeit mit Schriftsteller Ari Behnbild vergrößern. Als die Prinzessin 2001 die Verlobung mit dem bürgerlichen Ari Behn bekannt gibt, sind die Schlagzeilen vorprogrammiert. Der Schriftsteller und Dokumentarfilmer wird für seine scharfen Meinungsäußerungen, unter anderem zum Afghanistan-Einsatz, stark kritisiert. Doch Märtha Luise setzt sich über die Empörung des Volkes hinweg und glaubt an ihre Liebe. Im Jahr 2002 geben sich die beiden das Ja-Wort. Für die Prinzessin ist es ein Abschied vom alten Leben, denn mit der Hochzeit verzichtet sie nicht nur auf die Ansprache als königliche Hoheit, sondern auch auf umgerechnet 500.000 Euro Jahresapanage. Drei Töchter machen das Glück des Ehepaares komplett: Maud Angelika, geboren 28. April 2003, Lea Isadora, geboren 8. April 2005, und Emma Delule, geboren 29. September 2008, tragen den Nachnamen des Vaters. Auch Märtha Luise hat das Behn an ihren Namen angehängt. Trennung nach 14 Jahren Ehe. Obwohl ihre Ehe nach außen hin glücklich scheint, wird im August 2016 die Trennung von Märtha Luise und Ari Behn bekannt gegeben. Das Paar habe sich auseinandergelebt, sagt die Prinzessin dazu in einer Mitteilung des Königshauses. Es ist die erste Scheidung in der Geschichte der norwegischen Monarchie. Weil Märtha und Ari jedoch auf Titel und finanzielle Unterstützung verzichtet hatten, soll die Trennung für das Königshaus folgenlos sein. Esoteriklehrerin an Engelschule. Märtha Luise geht einer ganz normalen Erwerbstätigkeit nach. Normal ist bei der norwegischen Prinzessin allerdings nur selten etwas. Nach ihrer Arbeit als Physiotherapeutin schreibt sie Kinderbücher, singt Weihnachtslieder und entdeckt schließlich ihre Gabe, mit Engeln sprechen zu können, wie sie behauptet. Gemeinsam mit einer Freundin gründet Märtha Luise ein Seminarzentrum in Oslo. In dieser Engelsschule, so wird den Schülern versprochen, kann man nicht nur lernen, seinem eigenen Engel zu begegnen, sondern sich auch in drei Jahren zum Engelsmissionar ausbilden lassen. Kritik und Häme, die man über sie verbreitet. Eine Zeitschrift bezeichnet sie als Buhmuckel der Engelszene. Übergeht die Prinzessin souverän: Ich bin so, wie ich bin, und jeder weiß das inzwischen. Es geht im Leben nicht immer darum, den Erwartungen anderer zu entsprechen.
Wir Menschen sollten respektvoll anerkennen, dass wir verschieden sind, sagt die Prinzessin in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost. Warmherziger und eigensinniger Charakterbild vergrößern viele bescheinigen Märta Luise eine warmherzige Ausstrahlung. Einer der größten Fans kommt aus der eigenen Familie. Mette Marit sagt über ihre Schwägerin, viele haben warme und gute Hände, aber Märta Luise hat in ihren geradezu eine kleine Sonne. Viele halten die norwegische Prinzessin für etwas verrückt, sie selbst ist jedoch mit sich im Reinen. Ich fühlte mich lange wie zwei Personen. Es gab einen Unterschied zwischen der Prinzessin und der Person Märta Luise. Das scheint überwunden. Heute bin ich viel befreiter.